Herzlich willkommen zu einem neuen Eine Stunde mit heute Super Meat Boy. Ein kleines, aber feines Indie-Game, das auf Xbox, glaube ich. Ja, klar, ich hatte es damals auf Xbox. Auf Xbox gibt und bei Steam. Ich glaube, für ein Apple und ein Ei. Ihr könnt das Spiel dort für zuletzt, glaube ich, 4,99 € erwerben. Und ich möchte es euch mit diesem Eine Stunde mit ein bisschen schmackhaft machen. Unterstützt diese kleinen Spieleschmieden und ja, zollt denen einfach Tribut. Und wie gesagt, für 4,99 € ist das hier ein großartiges Spiel. So, und hier da ist Dr. Fetus und meine Freundin Bandage Girl. Und ja, viel Spaß beim Eine Stunde mit Super Meat Boy. The Forest. So, da sind wir auch im allerersten Level. Ihr seht, es ist nichts freigespielt. Es geht direkt los. Ich hatte das damals auf Xbox und ich habe auch schon mal ein Let's Play gemacht. Da war ich dummerweise betrunken. So, und Super Meat Boy, ich erkläre es einfach mal. Wir machen das nochmal hier. Level wiederholen, weil es ist ja auch wichtig, dass man eine gewisse Zeit schlägt, genau, um den Grade A zu kriegen. Super Meat Boy ist der kleine Typ da unten, ne, und der muss immer zu seiner Freundin, der Bandage Girl, kommen und, ja, durch seine Super Med-Kraft kann er auch an Wänden hochhüppen und Dr. Festus klaut andauernd die Alte und geht damit ins nächste Level. Im Endeffekt so eine leichte Anspielung. Guck mal, Super Meat Boy, Super Mario Bros., es ist genau der gleiche, ja, wie soll ich sagen, der gleiche Wortstamm. Also es sind die gleichen Abkürzungen. SMB, SMB. So, und Super Meat Boy ist ein Super Jump'n'Run. Hier, da kommen wir jetzt gleich nochmal hin. Da gibt es nämlich eine Traumwelt. Habt ihr die gesehen? Guck mal hier im Replay. Da ist ein Dimensionstor. Da gehen wir jetzt hin. Deswegen drücke ich mal auf Level wiederholen. So. Und damals, als ich das betrunken gespielt habe, war leider der Sound zu leise. Das war voll ärgerlich. So, ich brauche mal einen kurzen Schluck zu trinken. So, hier gibt es keine Zeit. Hier gibt es nur Level. Level, Leben. Ne, ich habe 3 Leben, ähnlich wie bei Mario. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Meine Xbox ist schon seit knapp einem Jahr abgeraucht. Wow! Okay, das war ungefähr hier, ne? Tut mir leid, Meat Boy, aber Bandage Girl ist in einer anderen Warp Zone. So, weiter. Und es wird halt immer härter, ne? Das hier ist alles noch total simpel. Ich glaube, ich bin auch erst einmal richtig drauf gegangen. Das Interessante ist, wenn man oft drauf geht. Das werdet ihr sicher noch sehen, keine Sorge. Und sich dann das Replay anguckt, dann kann man nämlich ganz genau sehen, wo man drauf gegangen ist. Oh, das war kein Grade A. Ist ja ärgerlich. Egal, nächster Level. Goal. Noch ist alles total simpel, also wundert euch nicht. Das Spiel hat es echt in sich. Hier, diese Steine lösen sich auf. Auch ein Grade A. Auch Grade A. Solange Grade A ist, ist alles cool. Ah, verreckt. Yep. Das Schlimme ist halt bei dem Spiel, du musst manchmal pixelgenau sein. Hier sieht man es schon mit dem zweiten Meat Boy. Da hat man gesehen, wo er gebrannt hat. Oh, ich muss mal kurz gucken. Ja, mein Handy hat gerade schon geklingelt. Es war zu früh. Schlimme ist, man kriegt richtig derbe Verkrampfung bei dem Spiel. Weil man so hart reindrückt. Aber da oben ist noch eine Warp Zone. Die nehmen wir auch noch mit.
Warpzone! Ich stehe einfach auf diesen 8-Bit-Retro-Charme hier. Wer ist das denn? Commander Video vom BitTrip Runner. Okay. Okay, das haben wir geschafft. Alter, wie soll denn das gehen? Hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hä? Alter, komm! Na, geht doch. Ach du Heilige. Ach komm. Na, geht doch. Du hast Commander Video freigeschaltet vom BitTrip Runner. So, bis jetzt. Ey, seht ihr das? Alle funkeln nur das Ding hier nicht. Das wollen wir auch noch schnell zum Funkeln kriegen. Ist immer noch kein Great A. Was soll denn das? Vielleicht an der Außenseite lang? Ja, das war schneller. Alles klar. Zurück zur Karte. So, dann haben wir alles auf A. 13, Tommy's Cabin. Der Fleischbär. Jawohl. Alter, das hat die Alte immer vermöbelt, ne? Oh, fertig. Oh, tun jetzt schon die Finger weh, ey. Glaubt mal. Oh. Fuck you. Ah, geht ja schon gut los. So, immer noch Great A. Alles cool, alles cool, alles cool. Schön sind halt auch die Endgegner, die man hier sieht. Also ihr werdet gleich einen sehen, sagen wir es mal eher so. Müssten wir bald da sein. Ich glaube 17 Level hat das erste Ding hier. Hier ist Kaninchen, wird da reingetrieben. Eiskalt, Schön, wie auch hier alles mit... Ah! Mit Blut verschmierten Scheiß hier ist. Ah! Ah! Hier, töte mich. Puff. Auch nicht schlecht. Das war stylisch. Mal gucken hier, die ganzen Meat Boys. Bam, bam. Schön ist halt, dass diese ganzen Videos gleichzeitig ablaufen. Ach so, und oben seht ihr auch die Zeit, ne, die da mitläuft. 9 Sekunden brauchte man um Grade A, oder unter 9 Sekunden, um Grade A zu schaffen. Und ich habe jetzt 6,81 gebraucht. Ah. Oh Mann. Da fehlt der zweite Sprung. Yes. Ach, Kacke. Ihr seht aber, es wird einem hier nicht einfach gemacht. Weil leicht kann ja jeder. Oh, trotzdem noch ein Grade A. Miese Pisse. Okay. Chup. Lauf! Yeah! So, jetzt kommt der Endgegner, wie es aussieht. Wir haben alles auf
Grade A und jetzt kommt der Endgegner. Oh, und guck mal, wie traurig Super Meat Boy guckt. Ah, und da geht schon los. Da ist der Endgegner drinnen, Mr. Fötus. Keine Ahnung. Ah, Kot! Und hier wie die armen kleinen Eichhörnchen immer in diese Kettensägen hüpfen. Die Mucke ist aber auch großartig, oder? Die ist echt mal großartig. Alter, komm klar! Hep, hep, hoppa. Oh. Wie viele Eichhörnchen müssen noch sterben wegen dir? Und geschafft. Erster Endgegner ist relativ simpel, wie ihr gesehen habt. Der kommt jetzt und... Klum. Caputo. Ja, Super Meat Boy ist immer total freundlich und so, ne? Das regt ihn natürlich extra auf. Es ist so traurig. Überall brennt es und tote Eichhörnchen. Ganz tote, kaputte Eichhörnchen. Mit kaputten Köpfen und kaputten Füßen und... Nein, da ist Mama Eichhörnchen und Mama Eichhörnchen ist auch total traurig, weil die ganzen Baby Eichhörnchen sind auch tot und das geht doch nicht und ach, ist mir scheißegal, ne? Hier einfach mal Kopf ab oder nicht oder... So, Kapitel beendet. Dunkelwelt habe ich noch keins gemacht, Verbände habe ich auch keine gefunden, Warptore habe ich 2 von 4 gefunden. Das reicht uns. Ich zeige euch mal die Dunkelwelt. Ah, guck mal, genau wie bei Mario da unten das Schloss. Ne, nochmal zurück in die Dunkelwelt, so. Oder nicht Dunkelwelt, nein, hier, das brauchen wir nicht normal sehen. Ist ja gut. So, überall, wo Grade A geschafft wurde, seht ihr ja, es funkelt so. Und unten steht ja Dunkelwelt. Jetzt gehe ich mal in die Dunkelwelt, dann kann ich diese ganzen Level auch machen. Und ich zeige euch jetzt mal... Ne, nochmal kurz zurück in die Lichtwelt. Nur nochmal das erste Level. In der Lichtwelt. So, ne? Ist total simpel. Alles cool, alles fett. Drinne, fertig, aus. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Und jetzt zieht euch mal das erste Level in der Dunkelwelt rein. Und schon wird übertrieben. Ja. Cool. Oh, haben wir zu viel gehüpft. Also gleich das allererste Level ist auf Hardcore gepolt. Okay. Nee, so nicht. Ah, shit, fuck. Okay. Und dann sind die ganzen Level einfach nochmal so eine ganze Spur härter. Und das Miese ist halt, es muss pixelgenau sein. Fuck you! Komm schon. Okay. Nee, da komme ich doch niemals durch. Fuck. Ach komm, jetzt hör aber mal auf hier mit deiner Kopfnuss in die Säge. Warte mal. Ach. Kot. Ah, so wird ein Schuh draus. Wunderbar. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, hier ganz dunkel in der Dunkelwelt. So, hüpfen wir hier rüber und hüpfen wir darüber. Easy. So.
The fuck? So. Zwar kein Grade A, aber ist mir egal in der Dunkelwelt. Ja, übertreib's doch noch ein bisschen mehr hier. Alte Scheiße. Mann. Wow. Gepackt. Spider-Man hängt da. Zieht euch die ganzen Viecher rein. Alle da verrottet. Und jetzt wie Spider-Man. Wow. Komm her, Mary Jane. Ich guck mal auf die Uhr. Wir haben noch 42 Minuten für dieses eine Stunde mit. Na. Wenn das kein... Nein, da oben sind ja noch welche. Die habe ich gar nicht... Ach, fuck you. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Oh mein Gott. Aber seid mal ehrlich, das ist doch wunderschön animiert hier, das Blut und so. Kacke. Oh, Kacke. Wisst ihr, dass Kacke sagen viel cooler ist als Scheiße, weil Scheiße ist so inflationär. Jeder Typ sagt, Scheiße. Aber Kacke, ne? das sagen nicht mehr viele. Außer Hundekacke oder so. Ach shit, das hätte ich mir gerne angeguckt, ich Depp. Na egal. Erstmal hier alles wegblown. So. Yes! Das haben wir doch gerockt. Okay. Das war Kacke. Kacke mal zwei. Oh, Kacke mal drei. Yes! Hat sie voll weggepumpt, der Alte. Guckt euch das mal an. Wow, bam! Na, war die Überlegung ja richtig. Oh, mir tun die Finger weh, Leute. Mir tun echt die Finger weh. Oh, mies, mies, mies. Ah, pff. Ah! Manchmal sind die Finger schneller als der Kopf. Man will da gar nicht hin. Yep. Was denn jetzt? Was ist das? Deridium. Okay, wir haben eine russische Version. Nee. Ist ja lustig hier. Okay. Ich hüpfe einfach mal hier außen rum. Ach, das ist nicht erlaubt. Das ist ja toll, dass das nicht erlaubt ist. Oh, das ist auch nicht gut. Okay, hier kacke ich gleich ab. Ach, leck mich doch. Game over. Ja, weiter mit Super Meat Boy. Ach, du heilige Scheiße. Wie soll denn das gehen? Alter! Okay, erstmal warten, bis das Teil runterkommt. Okay, alles cool. Das ist ja auch mies hier. Oh! Ist das mies! Ist das mies! Oh! Muss man ja immer erst warten, ey. Das ist ja auch Kot. Bis hierhin alles cool, aber das hier ist ja echt mal mies, wie man jetzt hier. Okay, doch geschafft. Aber extrem schwer. Was soll das denn? Okay. Ah! Ah! Ihr werdet mich noch öfters fluchen hören.
Oh Gott, die haben das so mies gemacht, die Spieleentwickler. Das ist echt hier, oder die Programmierer, dass hier echt es zeitlich immer genauso hinkommt, dass du voll die Scheißketten Kreissäge in die Fresse kriegst. Meine Güte, was soll denn das hier? Das ist doch nicht mal normal hier. Was soll denn das? Junge! Denk doch mal nach, was du hier machst, du! Oh Mann! Das ist aber kein Frustspiel, weil das Spiel ist nicht daran schuld, dass es schwer ist. Ich bin einfach zu doof. Oh nee, das ist ja auch noch mal mies hier. Oh, übel. Übel, das gucken wir uns nochmal an. Da bin ich. Und da bin ich, und da bin ich. Oh, oh. Naja, 17,58. Das war ja knapp, Alter. Richtig schön knapp. Ja, ist richtig. Übel. Die schönen, ey, diese Farbgestaltung ist toll bei dem Spiel. Sagt mir absolut zu. Es muss nicht immer Crysis sein. Nein, 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 nein. Nee, da kommen wir so auch nicht hin. Das ist für uns Arsch. Oh, gut. Ah, ah. Oh, Juppie. Na, na, na. Ich habe noch kein Timing für dieses Level. Fuck. You fucking fuck. Okay, cool, ich hab die Bandage. I have the bandage. Oh, fuck. Okay, scharf überlegen. Jetzt. Oh. Zwar auch nicht Grade A, aber das war ja hier. Bam, 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 bam. Sind die ganzen Mad-Jungs erstmal zerplatzt. Da unten. Ja, half nichts. Oh, dabei war ich gar nicht so schlecht, obwohl ich gewartet habe. Egal. Oh, tu mir die Finger weh. Mies. Alter, kommt doch mal klar in eurem scheiß Land hier. Guck mal, wie das aussieht. Ich komme. Pff, oh. So. Richtig. Alter. Es geht ja auf keine Kuhhaut. Da kommen vier beschissene Kreissägen. Ja, alles nichts, keine Zeit. Oh, das war easy peasy. Ich habe nur Panik geschoben wegen den Kreissägen. Was? Oh. Alter, leck mir die Nille, ey. Was soll denn das? Los, schieß ab da. Okay. Oh Mann, oh Mann. Okay, cool. Oh Gott. Lauf. Yes. Meine Herren, ey, mir brennen die Pfoten. Okay, damit haben wir die Dunkelwelt auch geschafft. So viel dazu. Ihr seht,
Es ist eine ganz, ganz krasse Steigerung um 190.000 Millionen Prozent. So, nächstes Level, The Hospital. So, und ihr werdet jetzt schon sehen, in Chapter 2 The Hospital ist es so, ja, wie soll ich sagen, da wird gleich nochmal eine Schippe draufgelegt. Hier diese ganzen AIDS-Spritzen oder was weiß ich nicht, was das hier ist, so. Sind alle gefährlich, geht Super Meat Boy auch dran kaputt. Sehr schön war, als dieses Spiel mal bei Game One vorgestellt wurde, wurde dieses Level hier von zwei Frauen gespielt. Gott, hab ich mich amüsiert. Die sind dort abgekackt wie sonst was. Das hier ist mies. Aber zu schaffen. So, und jetzt kommen neue Elemente. Yippie. Yippie. Das kann Super Meat Boy natürlich auch töten, ne? Diese Ventilatoren. Bam! Super Match. Oh, da unten gibt es ein Bandage. Oh, pff. Da gibt es aber auch einen toten Super Meat Boy. Ich kann ja mal was anderes probieren. Ich springe mal hier rüber. Oh, cool. Ah! Ah! Ich bin noch nicht so weit. Easy beasy. Oh, ich habe eine Ameise auf meinem Schreibtisch. Die wollte den ganzen Schreibtisch wegnehmen. Die ist nämlich so stark. Shit, falsch abgebogen. Ah, passiert. Okay, wo ist hier das Problem? Was? Hier soll es ein Problem gegeben haben. Das war ja ein bisschen zu leicht gerade für Level 2. Oh, jetzt hier, Gegners. Oh, pff, kleine Furunkel. Ah, schon wieder. Ah, ich bin so blöd, ey. So blöd. Müssen wir mal hier lang. Oh Gott. Fuck you, you fucking fuck, fuck. Hep, hep, hep. Oh. Eben wusste ich ja noch nicht mal, wo es hingeht. Da. Alles richtig. Great A, was waren zu schaffen? 19 Sekunden für das Level. Respekt. Oh nein. Oh nein. Da braucht man doch schon zu viel Zeit, um hier runterzukommen. Oh nein. Nur wegen Furunkelbunkel. Ei, ei. Ei. Was ist denn das hier? Doppelfurunkelbunkel? Da mach ich nicht mit! Oh, jetzt aber hier ein Super Time. Hammer Time. Bam, badadam, badadam. Oh. Fuck you. Yep, abgekürzt. Ah! Check, bam. Was war denn die Superzeit, die man schaffen soll? 25 Sekunden. Wie lange habe ich gebraucht? Ja, yeah, der ist super, der Typ. Der ist voll Super Meat. Ja, lächerlich, ne? Aber mir tun so die Finger weh. Guckt euch an, die Grinsebacken, ne? Die kleinen Scheiß-Grinsebacken! Okay, alles cool. Boah, ich brauche gleich eine Fingerpause, ich sag's euch. Da muss ich schon mal schwingen hier. So, jetzt guckt euch das mal an. Da oben ist ein Schlüssel, da müssen wir hin. Oh, fuck you. Bis hierhin easy, ja? Habt ihr gecheckt. Muss ich nicht zu sagen. Okay. Und jetzt guckt euch das an. Das sind alle Schlösser. Und ich muss jetzt Gas geben.
Oh, fuck. Alles cool. Alles cool. Yes, 9 Sekunden hat man Zeit und ich hab gebraucht. 3, 4, 5, 6, Achso, ach, im Replay sieht man nicht, dass sich die Teile auflösen. Okay. Okay, was geht hier ab? Ja, sag mal. Oh, das war cool. Ah, das hier ist weniger cool. Was ist das jetzt hier für eine Krankheit? Windpocken. Deswegen fliegen sie. Windpocken. So wie Schneekoppe. Ah. Da war noch ein Schlüssel. Wofür war denn der Schlüssel? Ach, da unten, um das Bandage zu kriegen. Ne, das muss ich nicht haben, ne. Yippie. Yippie. Oh. Oh, auch nicht gut. So. Okay, jetzt. Schalüssel. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin im Ziel, ey. Ist voll schön, ey. Aber ich hab Fingeraua. Das interessiert irgendwie keinen, ne? Dass ich hier Schmerzen habe für eure Let's Play-Kacke. Das interessiert hier mal wieder keinen. Ja, da wendet Deutsch mit mir. Scheißegal, ey. Videos sind eh kacke von dem. Okay, aber da oben war eine Warp-Zone, die würde ich gerne mir mal angucken. Deswegen das Level wiederholen. Nicht gut. Aber wir haben ja Zeit bei der Warp-Zone. Es ist voll egal, wie lange man braucht. Oh. So. Warp-Zone! Super Meat Boy, das sieht ein bisschen aus so Castlevania-Style oder so. Okay. Fuck. Ja. Ah, ich muss mich beeilen, bevor die anderen kommen. Dann kommt man da nämlich nicht mehr hoch. Okay, wieder 3 Leben. Für jedes Level habe ich 3 Leben. Ja. Ihr spinnt ja wohl. Okay, das ging auch noch klar. Yes. Okay, die Warp Zone ist Pride. Gibt's auch eine dunkle? Nee. Mann, Mann, Mann. Kleinen Moment mal. Ich muss mal ganz kurz meine Finger ausstrecken. So. Ah, tun mir die Flossen weh. Laser! Ey, du bist so Laser, ey. Hä? Okay, ich muss den Zeitpunkt abpassen. Boah, da wollte er gerade wieder Bandage Girl in die Luft sprengen. Arsch. Ah! Okay, alles cool. Ja, sieht ja total seriös hier aus. Ach, die strahlen einfach in einer Tour. Ist ja auch nett, okay.
Da ging auch klar, ne? Das war jetzt auch nicht so krass. Oh. Geile Nummer! Das war aber jetzt mal echt lucky. Das will ich mir nochmal angucken. Das war echt mal Mörderluck. Oh Gott. Ah, cool, hier kann man nicht sterben. Doch, man kann sterben. Man kann einen Mixer hüpfen. Oh, man kann auch gegen eine Eiterbeule springen. Hässliche kleine Eiterbeule, du. Na, du kleine hässliche Eiterbeule, du. Weg, du kleine hässliche Eiterbeule, du. Weg, weg, weg. So. Hör. So, alles cool. Meine Finger schmerzen. Oh, Schmerzen, Puppeherzen. Der Boss ist bereit vom Hospital. Dann ziehen wir uns den Boss rein. Die Mucke ist großartig, oder? Die Mucke ist so großartig. Oh, es ist ein riesen Blutpropfen. Ja. Ah, was will denn dieser Blutpropfen? Oh, da ist er jetzt. Oh, der kann auch springen. Oh Gott. Es geht um Zeit. Es geht um Zeit. Oh nein, ich hätte den Schlüssel haben müssen. Oh Gott, abgestürzt. Okay, das muss doch schneller gehen. Fuck you, Blutpropfen. Hallo, spring wieder rüber. Das habe ich gecheckt. Warum tun mir nur die Finger so weh? Shit, ich bin schon wieder falsch gehüpft. Ich brauche ja das Schlüsselding. Okay, ich muss da hinten hin. Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Es tut sich nichts mehr. Oh nein, das Blut gerinnt. Aber er war doch so niedlich, er wollte doch nur spielen. Ich will doch nur spielen. Ah, ich tu doch nichts. Oh, wie süß er ist. Oh, hier, wie niedlich. Mama, Mama. Alter, Super Meat Boy, du bist ganz schön böse. Oh Gott, du hast ihn behindert gemacht. Oh nein! Du hast ihn getötet! Wie, das interessiert dich nicht.
Will doch nur ein Küsschen. Wie? Er gibt ihm ein Küsschen? Krankes Schwein! So. Damit haben wir The Hospital auch geschafft. Jetzt gucken wir uns mal The Salt Factory an, weil für Matt, ne, ist ja Salz auch gefährlich. Oh, mir tun so die Finger weh. Das glaubt ihr gar nicht. Und wir haben auf der Uhr noch 17 Minutes. Geile Mucke. Sehr, sehr geile Mucke. Ich stehe da drauf auf so 8-Bit-Sound. So, wir wollen natürlich zum Endgegner hin. Oh Gott, meine Hände, ey. Na toll. Okay, diese Steine da, diese angebrochenen, sind genauso wie die im ersten Level, die so wegbrechen. Was geht denn hier? Hä? Auch cool. Scheiße, hier hätte ich gar nicht hingemusst. Ich muss nach oben. Okay. Oh, Salz ist so böse, ne? Yeah! Bandage Girl! Okay. Wow, Laufbahn! Wow. Oh! Da hat's gerade geruckelt. Wahrscheinlich wurde gerade einer der Parts bei Fraps geteilt. Genau in dem Moment. Ist natürlich bei so einem Spiel hier unter aller Kanone. Und tut nicht Not. Also hier muss es wirklich flüssig laufen, wenn du hier einen Stoken drin hast, hast ein Problem. Kein Stoken. Boah. Dumm. Okay. Das war da easy, ey. Easy peasy. Wuhu. Was geht hier ab? Hier kann man runterfallen, das ist auch cool. Okay, so auch nicht. Nee, ist zu wenig. Yeah! Wow, nochmal. Njum. Ey, voll der Nimbus 2000 hier. Richtig gut. Das macht Spaß. Oh, es wurde geklingelt. Ich pausiere und wir sehen uns gleich wieder. Also haut rein und bis denne. So, da bin ich wieder zurück. Ihr seht, es sind 92, 93 Sekunden schon vergangen in der Zeit. Ein Kumpel hat mir nur was vorbeigebracht. Wieder ein paar DVDs. Ich sammle ja so gerne und bin hier so eine kleine Videothek für meine Freunde. Ah. Oh. Also hier muss ich einfach nur schlittern. Habe ich mein Mikrofon an? Ja. Hey! Also springen darf ich gar nicht großartig. Aha. Okay, so geht das. Übel. In wie viel Sekunden? 4,5 sollen wir es schaffen? 2, 3, 4. Leck mich doch am Arsch. Oh Mann, ich check's grad nicht. Ey, kann ich an den Dingern gar nicht so hochspringen doch. Oh, schon wieder. Meine Herren.
Noch ein bisschen mehr Schwung. Nee, das reicht noch nicht. Nee, das reicht auch noch nicht. Das reicht auch noch nicht. Das könnte reichen. Kacke. Auch cool. Einfach mal rüber gejumpt, hat gepasst. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch 12 Minuten, meine Herren. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen. Was ist das? Ja, sag mal, spinnst du? Alte Scheiße, seht ihr die Kanone? Oh, wer packt denn da Salz hin? Am Arsch hängt der Hammer, mein Freund. Am Arsch. Okay, das hier ist ja eigentlich simpel, sieht's aus. Ah! Okay. Eigentlich. Fuck. Mann, das ist ja übel. Muss ich da überhaupt lang? Kann ich mir auch unten was angucken? Nee, da ist Bandage Girl. Ich muss da runter. Das ist ja fiese Sache. Fiese, fiese Sache. Dann ging es doch schneller als erwartet. Aber trotzdem mies. Oh Gottchen. Oh hier, das ist Cannonbolt. Oder Cannabolt heißt das so. In Anspielung auf ein iPhone-Spiel. So sieht das jedenfalls hier gerade aus. Cannabolt? Ich glaube, so heißt das. Oh Gott. Ja, ist richtig. Ihr spinnt ja wohl. Ihr seid doch nicht ganz sauber in der Birne. Mann. Alte Scheiße, ey. Fuck you. Okay, oh. Meine Finger, ey. Meine Finger immer noch. Die tun so weh. Aber die letzten 10 Minuten halte ich auch noch durch. Ja, ist richtig. Was? Ja, sag mal. Ihr habt doch echt einen Lattenschuss, ey. Was soll denn das hier? Okay, cool. Da kann man ja nur Grade A schaffen, sonst bist du ja im Arsch, ne? Wenn ich mich hier nicht bewege, boom! Du bist ja sofort im Arnus. Was geht denn hier ab? Jetzt hat's so ein bisschen Mega Man-Einschlag oder was? Ja, das war ja mehr als schwer gerade. Was soll denn das? Ich konnte nicht einfach so ein easy Ding dazwischen hauen. Oh! Oh, da wird man gar nicht zerquetscht. Ist ja cool. Ah! Ja, dann war das hier auch leichter als erwartet. Upp! Oh, hier sehe ich das Miese daran. Hier muss man sich beeilen, damit man unten auf diesem Brettchen weitergehen kann. Ah, Kacke. Ah, Kacke. So. Ich entschuldige mich für meine böse verbale Äußerung gerade. Kacke ist ein böses Wort. So eine Kacke. Oh, oh, oh Gott, mich hat dieses Brett weggeschoben. Was soll denn der Scheiße? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, alles cool.
Mal gucken. 8 Minuten und 8 Sekunden. Oh, leck mich doch am Arsch. Du Arsch. Arsch. Das gerade richtig gesehen habe, hilft hier nur auf einer Seite runterkämpfen, weil man hier unten hin muss. Kacke. Oh Mann. Meine Herren, Alter. Yes. Oh. Jippa. Alter, da hinten ist der Schlüssel. Das ist ja auch mies. Na, mach auf die Tür hier. So. Brenner. Eieieiei. Mies, 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 mies. Boah, komm mal klar. Ach was. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Oh, nee. Das ging klar, oder? Das kann man mal machen, aber ich ver... Mies, mies, einfach nur mies. Oh! Okay, cool. Was? Kommt das Ding her? Ja. Mach doch noch langsamer. Oh. So, und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr und der Endgegner von The Soul Factory wartet auf uns. Da hängt sie. Wie Lara Croft im neuen Trailer. Ah, Mr. Fetus ist kacken. Kacke. Oh, diese Mucke. Richtig gut. Wie, was kommt denn jetzt da? Ein scheiße Monster. Der Golgatana, oder was? Oh. Ein kacke Monster. Wie für Scheiße ist Salz auch gefährlich. Ah. Wie, fangen muss ich den nicht? Ich muss mal hinterherlaufen. Okay. Oh, ne. Also ich muss ihn im Endeffekt überholen. Eieieiei, komm her. Ein Rennen mit der Scheiße. Das ist so, wenn man mal muss, dann muss man. Vielleicht ist das der Gedanke an der Sache. Oder hat die Scheiße eine Pause gemacht? Nein! Da war ich mal so viel schneller als die Scheiße. Die arme Scheiße ist das Opfer. Aha, da macht die Scheiße wieder Pause.
komme da nicht rein. Verdammt. Wie mir die Finger wehtun. Oh, jetzt ziehen wir das noch durch, ihr Vendetta. Ich mach's jetzt mal genauso wie er. Kacke, 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 kacke. Schön auch, wie man hier die ganzen Spuren von Super Meat Boy sieht. Gott sei Dank sieht man nicht die ganze scheiße Spur. Das wäre ja eklig. Aber diese ganzen Menstruationsblutungen hier gehen schon klar. Jetzt haben wir's. Ah, das war's. Wir sind oben. Hilf dem scheiße Freund, er ist doch so niedlich. Komm her, Mr. Kacke. Aber das kann der doch nicht machen. Das, der hat er doch selbst produziert, das ist doch wie ein Kind für ihn. Oh nein. Wie grausam. Das ist echt mal scheiße. Gib mir eine. Auch sehr, sehr lustig. So, und damit wäre Shipped Dry abgefilmt. Das nächste wäre Hell. Und dann kommt die Meat World. Und dann war es doch schon, oder was? Nein, da kommt noch viel, viel mehr, glaube ich. Aber ich gucke gerade mal auf die Uhr und wir sind jetzt bei fast einer Stunde und es macht, glaube ich, nicht mehr allzu viel Sinn, was Neues zu beginnen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit mal so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen was zeigen von Super Meat Boy und vielleicht ist es euch die, ich glaube es sind nur noch 4,99 € oder so, ist es euch wert, wenn ihr ein Fan seid von Jump'n'Run Spielen und ein bisschen die Herausforderung sucht, dann ist Super Meat Boy genau das Richtige für euch, das kann ich sagen. Ja, mehr gibt es eigentlich zu diesem Spiel gar nicht zu sagen, ich finde es super, ich hoffe ihr auch, ich hoffe es hat euch gefallen, haut rein und bis denne, ciao, ciao.